بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، genauso wie ich im letzten Unterricht angefangen habe, so erinnern wir uns immer oder öfters an die Verse, die sagt: واتقوا الله ويعلمكم الله. Fürchtet Allah, seid gottesfürchtig, so lehrt euch Allah Azza wa Jal. Und die Absicht ist etwas sehr Wichtiges, denn mit der Absicht bekommst du diese hohen Stufen. Und man sagt auch, bil adab tanalu a'la rutab oder a'la rutab. Mit dem Adab, mit dem guten Charakter, erreichst du die höchsten Stufen. Deswegen soll unsere Absicht nicht sein, dass wir jetzt Arabisch lernen, dass wir jetzt in den anderen Videos vielleicht Fiqh oder sonst was dieses Wissen lernen, damit wir debattieren, damit wir in Social Media zum Beispiel kämpfen oder sonst was, sondern als erstes, dass wir das lernen, damit Allah mit uns zufrieden ist. Dass wir das lernen, damit wir es als erstes praktizieren können. Und dann nachher im Umfang, also in unserer Familie lehren und so weiter und so weiter. Wir sind jetzt mit dem Buch Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk Ad-Dars Al-Thamin mit dem achten Dars. Und hier haben wir Al-Tadrib, die Aufgabe Unzur Wastami' Waqra. Abdul-Baqi, weißt du, was Unzur Wastami' Waqra heißt? Lies und schreib. Genau. Und hör. Okay, aber wie bitte? Lesen, schreiben und zuhören? Nicht ganz. Unsur heißt schau. Genauso wie auf dem Bild, wie wir sehen können. Unsur. Und dann ist der mehr, da haben wir ein Ohr, also höre. Und Iqra heißt lies. Und deswegen haben wir dieses Blatt als Bild. Also schau oder sehe, höre und lese. Ich werde die Wörter lesen und danach werdet ihr die Wörter wiederholen. Anna, das heißt ich. Anna. Enta, du, männlich. Sollen wir jetzt wiederholen oder am Ende? Am Ende. Also ich lese alle durch und dann Herr du Bruder Shahria und dann Herr Abdul Baqi. Enti, du weiblich. Hua, er. Hier, sie. Talib, Student. Mudarris, Lehrer. Tabibe, Ärztin. Muhendisa, Ingenieurin. Hada, das. Also nicht das, sondern, also nicht der, die das, sondern diese Sache zum Beispiel. Oder das hier. Hadihi, das für weiblich. Also Hada ist für männlich und Hadihi ist für weiblich. Bruder Shahria, kannst du bitte die Wörter lesen? Anna, ich. Ante, du, Anti, also du, aber für Frauen, Hua, er, hier, sie, Talib, der Schüler, also Schüler, Mudarrisu, der Lehrer, Tabiba, Ärztin, Muhandisa, Ingenieurin, Hada, also der oder dieser, hadihi, die oder diese. Ja, okay. Heißt das Muhandisu oder Muhandisa? Muhandisa, also mit dem Tamarbota, was zu einem Herr geworden ist. Und wenn du eben weiterlesen möchtest, Muhandisa tun. Aber je nachdem, in welcher Stelle das ist, also welcher Baustein das ist im Wort, im Satz, sagst du dann eben Muhandisa tun oder Muhandisa tan oder Muhandisa tin. Je nachdem.
Okay, Abdul Baqi, kannst du die Wörter lesen? Iqra. Ja, ana, ente, enti, huwa, hiya, talib, mudarris, tabiba, muhandisa, hatha, hadihi. Genau, super, interessant. Wir gehen dann runter. Hier haben wir At-Tadrib, Aufgabe 2. Athnan, da alamat sah. Leg das Zeichen richtig. Amama al-Kalima al-Mutabiqa. Amama heißt vor. Al-Kalima, vor dem Wort. Al-Mutabiqa, die ähnlich ist. Fi kulli majmu'a, in jeder Gruppe. Kama fil Mithal, genauso wie im Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei 1 hier Al-Mithal Hua. Also wir haben das Wort Hua, was er heißt. Und dann haben wir Alif, Ba, Jim, Dal, eine Gruppe von Wörtern. Hada, hier, Hua, Hadihi. Und dann müssen wir da einfach einen Haken machen auf dem Wort, was ähnlich ist. Damit wir uns ein bisschen an der arabischen, wie soll ich sagen, an dem Reden gewöhnen, versuchen wir das jetzt ein bisschen schwieriger zu machen, indem wir sagen, Hua ma'a al-harf Jim, zum Beispiel. Also mit dem Buchstaben Jim. Damit wir uns gewöhnen, ein bisschen Sätze auf Arabisch zu sagen. Inshallah seid ihr ein. Shahriya, Tabiba. Tabiba. Müssen wir mal gucken. Okay. Ich lese mal die Wörter einmal komplett an der Reihe durch. Okay. Also Tabiba haben wir gelernt, Ärztin. Torlib. Torlib ist, glaube ich, der Schüler. Tabib, das ist der Arzt, männliche Form. Torliba. Also wahrscheinlich Schülerin. Genau, und oder Studentin. Torbiba, also kommt dann nochmal vor. Also wir müssen das gleiche Wort nochmal hier finden. Genau, man soll das gleiche Wort nochmal finden. Ah, okay. Dann also Torbiba ma'a harf dal. Genau, Torbiba ma'a al-harf, mit dem al-harf. Buchstaben. Torbiba ma'a al-harf dal. Mumtaz. Abdul Baqi, Anta. Anta ma'a harf Jim. Ma'a al-harf Jim. Mumtaz. Ma'a. Okay, Arba'a, Fia, Muhandisa. Ich bin dran, oder? Ja, Bruder Shahriya. Okay. Muhandisa ma'a al-harf ba. Mumtaz. Abdul Baqi, Khamsa, Akh. Akh ma'a al-harf jim. Ma'a al-harf jim. Mumtaz, naam. Okay, dann gehen wir zur nächsten Seite. Hat jemand hier Fragen? Keine Fragen. Okay. Hier haben wir jetzt Tadrib Thalatha, Aufgabe 3, Iqra, lies, thumma da alamat khata, oder alamat x. Legt das Zeichen x, bijanib al-kalima al-mukhtalifa, mit dem unterschiedlichen, also mit dem, der nicht ähnlich ist, Wort. Fi kulli majmu'a, in jeder Gruppe. Mithal, Beispiel. Wir haben Alif, Echun, Bruder. Ba, Uchtun, Schwester. Jim, Echun, Bruder. Und weil Alif mit Jim gleich ist, ist Ba eben raus und deswegen hat man dann ein X gemacht. Bruder Shahriya,
Also ich habe das Beispiel leider nicht verstanden. Okay, nochmal. Wir haben jetzt drei Wörter und zwei Ich. sind gleich und eins ist unterschiedlich. Ach Also Elif ist so. Bruder und Jim ist ja auch Bruder, ach. Und Ba ist Ucht, das heißt Schwester. Ja, okay. Das falsche, das was nicht identisch ist, streicht man raus. Okay. Genau, richtig. Deswegen, wir machen dann hier, wir können das dann auf Arabisch zum Beispiel sagen. Wir können sagen, den Harf, also zum Beispiel Ba, Muchtalif. Ich versuche das mal zu schreiben. Muchtalif. So. Also, Mochtalif. Muchtalif heißt eben anders oder unterschiedlich. Dann holen wir eben den falschen raus, der unterschiedlich ist, und sagen Buchstabe so und so, Muchtalif. Na. Okay? Und wir können auch gleichzeitig dann sagen, was der Unterschied ist zwischen den beiden gleichen und dem anderen. Jetzt gehen wir runter. Rakam Ethnain, Nummer 2. Ayyuhum Mukhtalif, welcher ist anders? Al-Harf Jim Muhtalif. Mumtaz. Was heißt Hua? Er. Und hier? Sie. Mumtaz. Abdul-Bari, Rakam Thalatha, Nummer 3. Bruder Ustad Mohammed, kannst du nochmal Muhtalif mit arabischen Buchstaben schreiben in den Chat? Hast du die Möglichkeit? Ehrlich gesagt kann ich das jetzt gerade nicht. Ist ein bisschen Kein schwierig am Laptop. Problem. Kein Problem. Aber du kannst es hier oben sehen. Da oben unter über dem Kreis steht. Ah, Du Muchtalif, der sagt auch dann. musst Das das jetzt heißt nochmal falsch. anders. Anders, okay. Falsch bedeutet Chata. Chotto. Wenn du mich in der Gruppe erinnerst, dann kann ich dir die Wörter schreiben, inshallah. Inshallah. Wir sagen jetzt hier Muchtalif und nicht Muchtalifa, weil hier oben, also da wo der Kreis ist, wo der Spotlight gerade ist, da haben wir Kalima. Und Kalima ist weiblich. Und weil Kalima weiblich ist, muss der Adjektiv, was Muchtalif ist, auch weiblich sein. Und deswegen habe ich Muchtalifa gesagt. Aber Jim ist Harf, also ein Buchstabe. Und Harf ist Muzakkar, also männlich. Und deswegen sagen wir Ba Muchtalif und nicht Muchtalifa. Okay? Ah, ba muhtalif. Al-Harf So. ba muhtalif. Na. Abdul-Baqi, Rakam 3. Jim Mukhtalif. Ayyuhum Mukhtalif. Tamam, Mumtaz. Was heißt Enti und was heißt Enta? NT heißt sie und oder? Nee. Nochmal. NT heißt sie. Okay, du weiblich. Ach so, Enti, ja. du Du weiblich. weiblich und Ente, du männlich. Mumtaz, genau, richtig. Okay. Bruder Shahria, Rakam 4, Ayyuhum Mukhtalif. Al-Harf Alif Muhtalif. Nein, Mumtaz. Was heißt Hada und Hadhi? Hada, das ist die männliche Form für der oder die sehr, und hadhihi weiblich für also die oder dieser. Genau, okay. Mumtaz. Wir gehen dann runter. At-Tadrib al-Rabi', Aufgabe 4. اقرأ ثم ضع علامة X بجانب الجملة المختلفة. Neben dem Satz, was unterschiedlich ist. Jumla heißt Satz. في كل مجموعة, in jeder Gruppe. كما في المثال, wie im Beispiel. Wir haben den Beispiel Nummer 1, Rakam Wahid. Ana Talibun, ich bin Student. Ana Talibun, ich bin Student. Ana Talibatun, ich bin Studentin. Und deswegen ist die oder Jim raus.
الآن عبد الباقي، jetzt عبد الباقي، رقم اثنان، أيهم مختلف؟ الحرف مختلف ب. نعم، الحرف ب مختلف. كيف حالك؟ Was heißt كيف حالك؟ Und was heißt كيف حالك؟ Wie geht es dir? Männlich, also ke, und ki Genau. heißt, wie geht es dir? Männlich, weiblich, ja. Weiblich. Also كيف حالك mit Fetha ist für männlich, wie geht's dir? Und كيف حالك ist, wie geht's dir, für weiblich. Okay. Ich habe eine kleine Frage dazu. Okay. Also wenn man sagt Kefa Halo Ki, und also das ist ja praktisch in der Frage das Ende, fällt dann Kasra weg? Also sagt man Kefa Haluk, weil das ein Ende ist? Oder muss man Genau. das Ki betonen, damit man weiß, dass es an eine Frau zum Beispiel gerichtet ist? Ist eine schöne Frage. Damit kann man ein bisschen spielen. Also zum Beispiel, wenn du wirklich betonen möchtest, kannst du das gerne machen. Also ich habe jetzt hier in diesem Thema jetzt nichts gehört, dass es verboten ist, dass es nicht verboten ist. Aber wie schon gesagt, es gibt diese Regel eben, dass die Araber niemals mit einem Sukun anfangen und immer am Ende ein Sukun haben. Also sie fangen nicht mit zum Beispiel Sport, wo SP jetzt zusammen ist, weil auf Arabisch würde jetzt Sport der Schien sozusagen keine Hadeke bekommen. Und am Ende müssen die oder sind sie gewohnt, immer Sukun zu machen. Jetzt, wenn du zum Beispiel betonen möchtest, die Person wird jetzt nicht verstehen, wenn ich sage Kefe Haluka, oder sie wird es falsch verstehen. Dann betone ich das. Also ich würde es so machen. Also ist jetzt keine Regel, die ich jetzt gehört habe. Aber das Eigentliche ist eben, dass du Sukun machst. Also sowohl bei Männern als auch Frauen würde man sagen, Kefe Haluk, aber nur beim Schreiben würde das auffallen. Beim Schreiben muss man es auch nicht, also wird es auch nicht auffallen, weil du musst ja nicht die Hadeke schreiben. Ah, okay, stimmt. Diese Hadeke, die wir jetzt gerade haben, sind jetzt, weil wir gerade damit anfangen mit der arabischen Sprache. Aber eigentlich, die eigentliche arabische Sprache, also die eigentliche, ist, dass es keine Hadeke gab und keine Punkte gab. Sogar zum Beispiel den Dot und den Ta, den konnte man nicht unterscheiden. Also dieser Strich beim Ta, der war weg. Somit hatten wir dann vier Buchstaben, die ähnlich sind. Der Sat, Dot und Ta und Sa. Alle waren ähnlich. Und trotzdem konnten die Araber das verstehen. Wow. Und das ganz Unglaubliche ist, dass derjenige, der das gemacht hat, der diese Unterschiede gemacht hat, Al-Hajjaj selber war. Der Hajjaj al-Zalim, also der ungerechte Hajjaj, der so viele Menschen auf seinen Nacken hat, hat das gemacht. Die Punkte und die Genau, Haraka? Genau. Ja. Und Hajjaj ist eine Person oder ist es ein Titel? Nee, ist ein Name. Also das war ein Khalifa oder? Ehrlich gesagt, das war ein Herrscher sozusagen, ein Mullah. Ich weiß jetzt nicht ganz genau wo. Aber der war so bekannt, dass er sehr viele Sahabe zum Beispiel umgebracht hat oder sehr viele Menschen umgebracht hat. Und deswegen hat man ihn als Hajjaj al-Zalim genannt, also der Ungerechte, der Zalim Hajjaj, weil er sehr viele eben getötet hat. Und auch einige Sahaba. Oh mein Gott. Und er war auch manchmal frech mit einigen Sahaba, mit Anas ibn Malik zum Beispiel, rahimahullah, oder radiallahu an, war er auch sehr frech in einer Redeart, wo er sich dann aber später entschuldigt hat. Also diese Person ist wirklich eine Person, die man lesen sollte, damit er ein Beispiel für uns ist, wie man nicht sein sollte. Und gleichzeitig auch ein Beispiel für uns, wo er stehen geblieben ist. Weil manchmal hat er in einigen Orten, wo die Person dann eben zur Rechenschaft hervorgebracht worden ist,
hat diese Person mit Al-Hajjaj manchmal diskutiert mit Versen und alles. Und da hat er ihm zugehört und hat wirklich gesagt, dich lasse ich frei. Warum? Du hattest Ahnung mit dem Koran. Also du bist jetzt in diesem Thema hier besser als ich oder du hast mich überzeugt. Also er war Salim und gleichzeitig hat er in einigen Orten gestoppt. Wenn er Koran gehört hat, wo er Hadithe gehört hat, hat er aufgehört. Hat er gesagt, okay, das ist mein Limit, ich kann jetzt nicht überschreiten. Und das ist Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ich habe Genau, gerade gegoogelt. genau, richtig. Okay, dann gehen wir zu drei. Wer ist jetzt dran? Ich glaube, ich bin jetzt dran. Okay, Narakam Salasa, Ayyuhum Mukhtalif. Al-Harf ba Muhtalif. Mumtaz, na. Und was heißt Mesmuka und Mesmuki? Ismuka oder Masmuka oder Ma Ismuka? Das sind zwei verschiedene Wörter, aber weil der Elif Ism Mausul ist, also keinen Hemse hat, muss man das verbinden. Und deswegen wird es automatisch zu Mesmuka. Okay, es gibt manchmal also Schriften, also bei den also indopakistanischen Schriften, da wird zum Beispiel beim Alif nie ein Hamza draufgeschrieben, aber bei den arabischen, und ich glaube auch bei türkischen Mushaf, da wird das darauf geachtet, hat jedes Alif, was ausgesprochen wird, ein Hamza. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die indopakistanischen Mushaf auch ein Hamza mehr haben. Also, aber hier müsste man sozusagen, es ist Alif stumm und man sagt Masmuka. Genau, richtig. Ebenso ist das ein großes Problem. Also viele achten nicht darauf. Und wenn man Bücher zum Beispiel kauft, mein Freund zum Beispiel, der hier gewohnt hat, wir sind zur Büchermesse gegangen und dann sehen wir Bücher, wo eigentlich ein Elif mit Hemse sein müsste. Und der ist richtig ausgeflippt. Oh. Also die Menschen, die achten nicht darauf. Beim türkischen Koran gibt es auch einige Fehler. Also soweit ich mich erinnern kann, müssten einige Fehler haben. Da haben die einige Hemse, glaube ich, weggelassen. Wallahu a'lam. Okay. Also Masmuka, was ist dein Name? Also wenn man einen Jungen oder einen Mann fragt. Und Genau. Masmuki, was ist dein Name, wenn man eine Frau oder ein Mädchen fragt? Mumtaz. Rakam 4, Abdul Baqi. Al-Harf Jim Mukhtalif. Min einer Ente. Von Was wo heißt kommst du? Weiblich. das? Min einer Ente. Wie bitte? Wen hast du jetzt übersetzt? Hast du Elif übersetzt oder Jim? Jim. Dann sag mal nochmal bitte. Min einer Ente heißt? Von wo kommst du? Okay, männlich oder weiblich? Männlich. Genau, und der. Und der andere, wenn einer Enti? Ja. Von wo kommst du? Weiblich. Genau, Mumtaz. Ja. So, wir gehen zum nächsten Blatt. Wir haben noch 10 Minuten. Hier haben wir jetzt eine Aufgabe, Tadrib Khamsa. 5. Sil bain al-kalimatain al-mutamathilatain. Sil bedeutet Verbinder. Baina zwischen. Al-kalimatain. Kalima, haben wir gesagt, bedeutet Wort. Kalimatain, zwei Wörter. Al-mutamathilatain, die ähnlich sind. Wir hatten auch das Wort davor, mutatabiq. Mutatabiq und mutamathil ist eigentlich das Gleiche. Also das Gleiche. So, wir lassen mal das hier aus, weil die Zeit knapp ist. Aber wir schaffen das bestimmt. Also wenn wir jetzt Wort für Wort durchgehen, wir schaffen die Übung, inshallah. Schaffen wir diese in 7 Minuten mit dem Ja, anderen Dauer? locker. Inshallah. Okay. Dann, Also okay. ich fange an, Anta. Ah, Genau, jetzt muss ich nochmal die an. wir verbinden das auf Arabisch, indem wir sagen zum Beispiel, kannst du die Nummern, Bruder Shahria?
Ja, also Nummer eins würde ich verbinden mit wow. Mara, wow, tamam. Dann sagen wir zum Wahid Beispiel Mara wow. Mumtaz, genau. Wir sagen den Namen, wie heißt das? Die Nummer mit dem Buchstaben. Wahid, Enter, Mara, wow. Abdul Baqi, Esnan. Ja, ganz unten. Dann Wie sagen heißt wir Esnan. es? Salam. Assalam, okay. Mara, mit. Ja. Ma. Ja. Ach so. Rakam Thalatha, ma'a, ma'a al-harf dal. Mumtaz. Abdul Baqi, Rakam 4. أربعة طبيبة. يا نعم حا معها ممتاز. رقم خمسة. خمسة من مع الحرف ها. ممتاز. رقم ستة. ستة نعم مع ب مع ب. ممتاز. رقم سبعة. ما also سبع ما مع الحرف طا. ممتاز. رقم ثمانية. ثمانية طالبة مع جيم. ممتاز. رقم تسعة. أنا تسعة أنا مع الحرف زال. زا أوكي. زال. رقم 10. 10 هل مع ألف؟ مع ألف. ممتاز. Natürlich, die Zal und so weiter. In Ägypten sagen die Zay sogar. Aber Zal ist eigentlich das Kleinere. Kleinere, okay. Okay, jetzt haben wir hier Tadrib Sitta, die letzte Aufgabe heute. Unsur, Wastamir, Wokra. Sehe und lese und. Also lies nochmal. Unsur, Sehe, Istamir, höre, Iqra, lese. Wir lesen die Wörter. Ich übersetze und danach der Bruder Shahria liest die Sätze und dann Abdul Bari. Hua Talibun, er ist Student. Hier Wow. Talib. Oh, Entschuldigung. Okay. Hier Taliba, sie ist Studentin. Hua Mudarrisun, er ist Lehrer. Hier Mudarrisatun, sie ist Lehrerin. Ana Turkiyun, ich bin Türke. Ana min Surya, ich bin Syrer oder ich komme aus Syrien. Ich komme aus Syrien. Ana Muhandisun, ich bin Ingenieur. Ana min Pakistan, ich komme oder ich bin von Pakistan. Hier Misriyatun, sie ist Ägypterin. Al-Akh Shahriya. Hua Talib, also er ist Student oder Schüler. Hier Taliba, sie ist Schülerin. Hua Mudarris, er ist Lehrer. Hier Mudarrisa, sie ist Lehrerin. Ana Turkiya, ich bin Türke. Ana min Suria, er ist aus, oder ich bin aus Syrien. Ana Muhandis, ich bin Ingenieur. Ana min Pakistan. Ich bin aus Pakistan. Hier Misriya. Sie ist ägyptisch oder Ägypterin. sie ist Ägypterin. Okay. Abdul Baqi. Hua Talib, ist Student. Hier Taliba.
Sie ist Studentin, hua mudarris, er ist Lehrer, hier mudarrisa, sie ist Lehrerin, ana Türkiye, ich bin Türke, ana Ja. min Suriye, ich komme aus Syrien, ana muhendis, ich bin Ingenieur, ana min Pakistan, ich komme aus Pakistan, hier Misriya, ich bin Ägypterin. Und sie ist Ägypterin. Genau, sie ist Ägypterin. Hier bleiben wir dann inshallah stehen. Ja. Hat jemand Fragen? Okay. Rabbana afina wa afu anna wa ahfazna bi asfar. Bei Anna.